Einen schönen guten Tag. Es ist Freitag. Wir haben 14.52 Uhr und es sind 14 Grad Celsius. Ich bin hier in Düsseldorf im Hafengebiet. Da bin ich und ich sag euch einen schönen guten Tag. Ja, warum bin ich hier? Ich habe hier gerade was für den Stadtläufer gefilmt und ich bin mir nicht sicher, ob das geklappt hat. Denn eigentlich war heute ganz schwacher Wind angesagt, aber ich fand, es hat gerade ziemlich gepustet. Und ich hatte gedacht, gut, vielleicht kann ich den Lauf rückwärts nochmal machen für den Stadtläufer, dass es da weniger pustet. Aber das bläst da wahrscheinlich sogar noch mehr. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Entweder der Lauf hat geklappt, dann nehme ich den. Oder der hat nicht geklappt, dann kann ich ihn nicht nehmen. Dann mache ich aber jetzt ein reguläres Video, damit ich wenigstens mit irgendwas nach Hause komme. Das wäre ja zu schade, wenn ich mich hier den ganzen Weg hingemacht habe, um dann letztlich überhaupt nichts zu bekommen. Hier sind Filmaufnahmen im Gange. Professionelles Equipment ist da. Könnt ihr mal sehen. Was die Profis haben. Also der Wind bläst echt ziemlich. Der Rückweg hier hätte gar nichts mehr gebracht. Da bin ich schon froh, wenn das hier auf meinem regulären Mikrofon, das Hyatt, einigermaßen windstill bleibt. Das hier ist der Medienhafen. Hier vorne sehen wir in seiner ganzen Pracht den Rheinturm. Da würde ich mich bestimmt nicht hochtrauen. Hier vorne, das müsste die Rheinkniebrücke sein. Ich bin ja jetzt schon mal mit Mario gewesen. Ist aber schon ganz schön lange her. Und an dem Tag erinnere ich mich, dann war es sogar noch windiger. Da hatte ich gerade ziemlich neu das Lavalier-Mikrofon von Rode gekauft, was ich jetzt ständig benutze. Und das hatte ich nach unserem Lauf erstmal nicht mehr benutzt, weil mir der Windschutz nicht so gut gefiel. Und vielleicht hatte ich den an dem Tag nur irgendwie falsch aufgesteckt. Werfen wir noch einen Blick hier ins Hafenbecken, was da hinten aufhört. Hyatt Regency. Ja, und das ist mal wieder blöd. Wenn man nämlich ohne Ton läuft,
kann man mal so munter drauf losmarschieren. Und ansonsten, wenn man so einen Lauf plant, dann guckt man ja doch schon mal so ein bisschen, was da wohl kommt. Dass man so ein mini bisschen was weiß. Film- und Medienstiftung Werft 1. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier einen regulären Lauf abziehe. Jetzt natürlich die Frage, was mache ich denn, wenn der Stadtläuferlauf okay ist und ich kann den benutzen, was mache ich denn dann mit dem hier? Wegschmeißen oder auch benutzen? Ich würde sagen, auch benutzen. Andersrum ist ja irgendwie anders. Und jetzt gucken ja nicht alle alles. Aber ich vermute ziemlich stark, dass ich den Stadtläuferlauf nicht nehmen kann. Das ist aber auch ein Kreuz mit den Mikrofonen. Und ich hatte mich noch so gefreut, als die Wettervorhersage sagte, ganz schwacher Wind. Ja. Aber was soll die Wettervorhersage machen? Das Wetter ist ja letztlich unberechenbar. Da können die ja nichts dazu, dass es ein Wetter ist. 1996. Development Kodik Architekt Döring und Partner. Ist am helllichten Tag eine Lampe an. Ja, mein neues Mikrofon ist immer noch nicht fertig geworden, das hätte ich jetzt heute mal testen können. Wobei ich auch nicht weiß, wie es qualitätsmäßig ist. War schon einigermaßen günstiger als das andere Mikro, was ich jetzt für den Stadtläufer benutze. Von daher weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt bringt. Kann sein, ja. Aber wichtig ist ja mein Hauptkanal. Und da ist jedes gute Video willkommen. Auch mal ein bisschen Abwechslung ist mir persönlich hoch willkommen selber. Und so ist das Wetter ja Tico-Taco. Zwischendurch ist es halt immer total windstill. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, das ist
in der Richtung doch Wind, also weniger Wind. Auf dem Hinweg. Aber was weiß ich, jetzt ist es, wie es ist. Ich vermute mal, dass ich hier auf dem Bürgersteig bin. Ich hoffe, dass ich da irgendwie rauskomme, wo ich rauskommen will. Jetzt haben wir hier eine Rasengrünfläche. Sehen wir nochmal den Turm, sind vor dem irgendwie näher gekommen. Und da wird tatsächlich noch gebaut. Ich höre Baugeräusche. Stepstone ist hier. Der Landtag ist hier. Steht zumindest der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen. Könnte hier sein, ne? Dieses Gebäude hier. Ich weiß nicht, ob das nur ein Gebäude ist oder mehrere Gebäude. Ich kenne mich nicht so aus. Da ist Stepstone zu sehen. RW4. Geht's da durch? Da ist ja alles gesperrt. Ich denke, ich gehe besser mal hier durch. Was hat der vor? Nicht, dass der mich hier noch überfährt, wo ich dabei bin. Ja, ich habe wieder meine Mephisto-Schuhe an. Und im Moment tut gar nichts weh. Und gestern, nach meinem letzten Lauf, hat zwar auch weh getan, aber bei weitem nicht so wie mit den Lova-Schuhen. Wenn wir den Turbo einlegen, war zu spät. Hier geht es in den Tunnel rein, den Rheintunnel. Und da im Tunnel, wenn man da mit dem Auto ist und das nicht so kennt, das ist ziemlich verworren. Da muss man schnell reagieren. Wenn man einmal irgendwo vorbeigefahren ist, dann ist man ganz woanders, wenn man da wieder rauskommt.
Auch hier wird gehupt. Wahrscheinlich ist da einer bei Grün nicht losgefahren. Geträumt. Mitten auf dem Fahrradweg mal schnell rübergehen. Weil der Fahrradweg da vorne ja aufhört. Wir sind jetzt hier auf der Neusser Straße. Und das hier ist ein kombinierter Fußgänger- und Fahrradweg. Da war gerade ein Schild, die Radfahrer mögen auch bitte vorsichtig fahren. Weil hier sind nämlich Hauseingänge, hier die, einige, die direkt hier raustreten. Das stelle ich mir schon ein bisschen gefährlich vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manch Fahrradfahrer da einfach so lang fährt. Ne? Auch durchaus mal direkt vor der Haustür vorbei, weil warum nicht? So breit ist das Ding ja auch nicht hier. Ganz schön hoch dieses RWI 4. So aus, als wenn da noch was zu vermieten ist. Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ist da drin. Zentrum für Reproduktionsmedizin. Ein Casino, eine Konferenzzone. Hier müssen wir lang. Kommt nix. Und es wird grün, ja, wenn das mal kein Service ist. Hier läuft auch ein Fahrradweg parallel zum Gehweg. Also solange keiner verkehrswidrig von hinten kommt, ist halt alles okay. Und wenn einer von hinten kommt, hoffe ich, dass er klingelt. So, wir biegen jetzt hier links ab in die Bilker Allee.
wir haben heute wirklich einen schönen Frühlingstag erwischt. Aber auch hier hat die Wettervorhersage gesagt, bis heute Vormittag noch, den ganzen Tag nur Sonne. Und jetzt ist es doch einigermaßen bewölkt geworden. Das ist egal jetzt hier für uns. Was soll's, aber. Das ist anscheinend schwierig mit der Wettervorhersage. Also ich meine, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat das irgendwie besser geklappt. Oder aber ich täusche mich, weil das nur in meiner Erinnerung so ist. In Wirklichkeit war es immer so schwierig. Da sind viele kleine Cafés. Da liegt einer ab. Den habe ich gesehen. Ach, dann gehe ich hier mal rüber. Der bietet sich ja geradezu an. Ja, an diesem Freitagnachmittag herrscht hier auch ganz gutes Treiben, finde ich. Hier drüben sieht man alte Bausubstanz. Hab gemacht. Hier kommen ja richtig viele Menschen heraus. Ich habe heute meine Jacke, meine heilige Jacke, nicht an. Sondern nur ein Hemd. Und eine leichte Fließjacke. Ja, ist alte Bausubstanz. Hier überqueren wir die örtliche Kronprinzenstraße. Döner Kebab.
Hier sucht der Zoll Mitarbeiter. Auch früher hätte man da ganz schwer nur einen Job gekriegt, wenn überhaupt. Das ist mittlerweile in so vielen Bereichen, dass die händeringend Nachwuchs suchen. Eigentlich so gut wie überall. Ja, aber jetzt auf meine alten Tage. Da wird mich jetzt auch keiner mehr nehmen, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich die Energieleistung noch mal aufbringen könnte. Ich glaube eher nicht. Denn die Arbeitswelt, so wie ich die mitbekommen habe, die hat sich schon ziemlich verändert. Das wurde schon hinterher ziemlich eng mit der Leistung, die ich da tagtäglich abliefern musste. Weil wir immer weniger Leute waren, mit immer wachsenden Aufgaben, Terminstress und so weiter. Und ich bin ja auch nicht jünger geworden. Ne? So biegen wir hier mal ab in die Kronenstraße. Hier rechts ist auch so eine kleine Parkanlage. Viele Fahrräder hier. Ist natürlich ein idealer Ort, um Fahrräder abzustellen, sogar in der zweiten Etage, weil man die ja hier wunderbar festketten kann und trotzdem auf dem Gehweg immer noch genug Platz ist. Denn wenn hier nur so Häuser sind und da sind Mauern, wo soll man ja dann Fahrrad anbinden? An so einem Laternenpfahl vielleicht, geht noch. Aber auch wieder, je nachdem, wie breit der Bürgersteig so ist, hier hat man ja massenhaft Platz, das ist super. So, dann gehen wir mal wieder über die Straße. Gleiche machen wir hier nochmal. Oh, da kommt einer. Der lässt uns aber durch. Sehr nett. Los, los. Tja, eigentlich sieht das hier aus wie ein Fahrradweg. Jetzt auf dem Gehweg waren, ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt das Gefühl, ich könnte noch wer weiß wohin laufen. Kein Schmerz, alles gut. Also sind die Schuhe vielleicht doch nicht ganz so ideal, meine alten. Weiß nicht. Obwohl die mir jahrelang ganz gut zu Diensten waren. Ich habe mir davon einige nachgekauft. Auch meine Hundeschuhe waren genau die gleichen.
Kaufland. Das hier ist Bilk. Und hier sind die Düsseldorf-Arkaden. Hier sind auch Massen an Fahrrädern. Kaufland haben wir da hinten noch. Warum ist der Bahnhof Bilk? Auch aus dem Nichts, weder Wind. Hier mal rein. Hier geht's hoch. Und hier geht's auch runter. Alle Richtungen. Könnte ich mir irgendwie was kaufen? Ich glaube, ich habe mir im letzten Jahr klamottenmäßig ein T-Shirt habe ich mir geholt. Und ich glaube, meine Frau und mein Kind haben mir auch mal ein T-Shirt mitgebracht, als sie einkaufen waren. Und dieses Jahr, bis jetzt, habe ich mir noch gar nichts geholt an Klamotten. Und wenn ich was hole, dann immer nur so ein Technikkram für meinen YouTube-Kanal. Das ist das, wo ich Geld ausgebe. Ja, da haben wir noch Müller und Aldi und English Home. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ja so eine anglophile Ader. Die war früher noch viel mehr ausgeprägt, ob der Musik, die ich gehört habe. Ich habe zum Beispiel unheimlich gerne so Canterbury. Musik gehört, also Musik, die aus Canterbury kam, so wie Caravan oder Camel und alle möglichen Bands aus der Richtung. Matching Bowl, Robert Wyatt, Kevin Ayers kam da auch her, Soft Machine. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in Canterbury selber war. Und da war ein langhaariger Busfahrer. Das war eine Sensation. Das hätte es in Deutschland in der Form überhaupt nicht gegeben. Gar nicht. Undenkbar. Das muss in den 70er Jahren gewesen sein. Ja. Gehen wir noch mal eine Etage höher hier. Und ich würde sagen, hier verabschiede ich mich von euch heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über jeden Like, jeden Abonnenten, jeden Kommentar
Und wenn man mit einem Super Thanks-Button Danke sagen möchte, kann das tun, da freue ich mich auch. Also, bis demnächst. Ciao.